Herzlich willkommen bei Bullet Schmiede. Ja, was steht heute an? Also, heute steht an, aus dem alten Fäustel, ich habe hinten schon mal was eingeschweißt, ein Schlichthammer schmieden. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Vorab, alle Gegenstände, die ihr in diesem Video seht, sind selber gekauft und erworben. Was ihr dafür braucht, ist ein alter Fäustel, in meinem Fall 2 Kilo schwer, oder ein Stück Grundmaterial. Was ihr machen müsst, ist einfach ein Stück Grundmaterial anspeisen, damit ihr es einfach nachher mit der Zange in der Esse rausziehen könnt, weil so zu greifen ist halt echt schwer. Theoretisch und praktisch kann man den Schlichthammer direkt am Amboss auch schmieden. Voraussetzung ist, dass ihr jemanden habt, der als Zuschläger dient, weil alleine hier halten und hier schmieden bei so einem Gewicht, sage ich mal, das kann schon schwierig werden. Was momentan recht teuer ist und Material auch und ich eine Presse habe, gehe ich definitiv an die Presse, um einfach Gas zu sparen. Um Zeit und Geld zu sparen, packen wir den Feuer schon rein. Als nächstes gehe ich her mit dem Fäustel, gehe über die Kante hier und presse einmal von oben runter, so dass das Hammerauge nach oben zeigt. Natürlich kann man auch den Schlichthammer am Amboss fertigen und nachher dann in den Gesenklochplatten, das machen wir auch zum Schluss, damit einfach ja, die Bahn, sage ich mal, und dann ein bisschen breiter wird. Bei den heutigen Gaspreisen und Materialpreisen muss man halt sehen, wo man bleibt. Um einfach Zeit und Geld zu sparen, mache ich es halt mit der Presse. Und der Vorteil ist halt, ich habe halt auch eine. Und warum soll ich mich da einen abquälen? Macht keinen Sinn. Würde ich mir genauso machen. Theoretisch könnt ihr das auch noch am Gesenk noch weiter ausschmieden, noch flacher. Aber für meine Zwecke schickt es vollkommen. Einmal einen Schlitzmeißel nehmen. Von der anderen Seite. So. Vielleicht nochmal einen Amboss, aber
glaube, ein paar Schönheitsschläge drauf und dann war's das. Was ihr machen müsst, ist einmal das Öl auf Temperatur bringen. Zwischen 50 und 60 Grad. Wenn ihr das vorgewärmt habt, das Öl, so ein, zweimal rein mit dem Stab, dann geht es ans Härten. Ihr wisst ja, die Temperatur liegt so bei 700 bis 800 Grad. Also so dunkelrot, hellrot. Und den Bereich. Um einfach Gas zu sparen, machen wir sie schon mal aus. Aber seht ihr, wie hoch, wie golden das noch ist? Normalerweise wird ein Schlichthammer nur da vorne gehärtet. Der hintere Kopf, sage ich mal, bleibt weich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht mit dem anderen Schlichthammer, dass er mir dann hinten abhaut und mir das Auge verbiegt, und da habe ich diesmal keine Lust drauf. Also kommt da einmal komplett rein. Aber wir müssen noch ein bisschen warten. Seht ihr es? Ich würde mal sagen, jetzt. Ich würde mal sagen, er hat noch gut Restwärme. Aber egal. Einmal ein bisschen sauber machen. So, da ist er. Wir müssen jetzt mal schauen, wie warm er ist. Ja, wir müssen noch 100 Grad haben. Einen Augenblick warten. Und dann einmal schleifen. Polieren eventuell. Und dann ab in den Backofen. Nächstes einmal komplett rundherum ein bisschen abschleifen. Ich bin überlegen, ob ich noch unsere Zuschlagbahn poliere. So, jetzt haben wir noch unseren Schlichthammerkopf einmal in unseren kleinen Backofen gepackt bei 220, 230 Grad circa für eine Stunde, und dadurch lassen wir jetzt den Hammerkopf wieder an, und wenn alles klappt, müsste unten die Bahn, die poliert wurde, golden sein. Dann ist eigentlich so Strohgold, das wäre schon ganz gut. So, dann holen wir mal unseren Schlichthammerkopf aus dem Backofen. Oh, heiß! Den lassen wir jetzt noch abkühlen, für euch nur ein paar Sekunden, und dann stehlen wir direkt ein. Als nächstes bereiten wir unseren Stiel vor. In dem Fall ist es ein alter Axtstiel. Und schneide jetzt einfach da, wo er gespalten war, schneide ich das ab, schleife den ein bisschen. Und dann sollte das soweit passen. So, hier ungefähr. Ne? Als nächstes, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ich glaube, das ist so ein Art Zieheisen. Und dann mit bereiten. Ich muss sagen, es geht echt gut.
Nächstes gehen wir her, nehmen wir unseren Stiel und flammen ihn schön einmal ab. Schluss, Hashtag Werbung, einmal mit Ballistol Stiel und Kopf einschmieren damit. Jetzt die Möglichkeit, wenn ihr jetzt hier einen glühenden Stück Stahl habt, nehmt euren Setzhammer, setzt ihn oben drauf und füllt damit das Material glätten oder schlichten, deswegen auch Schlichthammer. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich würde mal sagen, der Schlichthammer ist mir definitiv gelungen. Die Bahn ist 45x45, poliert, schön gerade, auch im Winkel. Und ja, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Dorins Warhammer, würde ich mal sagen. So ein bisschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Über ein Like würde ich mich auch freuen. Und worüber ich mich am meisten freuen würde, wäre über ein Abo. In diesem Sinne, das war's von mir. Tschö, bitte.